Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Nulltrends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Senna. In Patch 14.16 hatte man ihr völlig absurde AP-Ratios gegeben und mein scherzhaftes AP-Senna im Rift Report war tatsächlich nicht gelogen. Senna ist mittlerweile ein Enchanter, ja, mit 1200 Heals auf einem 7 Sekunden Cooldown, ja, und ein 1200er Ult-Shield schadet auch nicht. Ihre Winrate ist so abartigst explodiert, wir reden hier nicht von 1-2% Winrate-Steigerung, sondern von durchschnittlich 5,3%. In Emerald Plus ist sie mittlerweile schon bei fast 55% Winrate, ihre Pickrate hat sich in jedem Elo-Bereich mindestens versechsfacht und ihre Bunrate ging zum Beispiel in Diamond von 1% auf über 32% nach oben. Sie ist wirklich so dermaßen delusional busted, dass ich mich frage, wie zur Hölle wurde das noch nicht gehotfixt? Zeit für unseren Abfalleimer der Woche. Das ist Twitch. Dass Twitch wirklich die Definition von ich rush jetzt erstmal Bottrick ist, das weiß jeder und nun betrifft ihn das gleiche Schicksal wie auch bereits Kog'Maw. Über 2% Winrate hat er laut League of Gryphs statistisch verloren. Ich bin mal gespannt, wie sich seine Builds in den nächsten Wochen verändern, denn ich glaube nicht, dass ein Bottrick Rush weiterhin noch der Way to go ist. Kommen wir zum Nope der Woche und das ist Smolder. In den letzten 4 Wochen ist seine Bunrate in wirklich allen Elo-Bereichen um ein Vielfaches angestiegen. In Diamond stieg sie einfach mal von 3,5% auf fast 14%. Seine Winrate ist aber dennoch nicht besonders überzeugend. Nicht einmal im absoluten Late Game kommt er überhaupt auf 55% Winrate. Fliegen wir zum Broken Pick der Woche und das ist Katarina. Ihre Buffs in Patch 14.16 haben ihr auf jeden Fall gesessen. Circa 1-2% Winrate konnte sie damit gewinnen. Mittlerweile hat sie in Emerald Plus fast 52,5% Winrate und wenn man bedenkt, dass Katarina einer der Highest Skillcap Champions im gesamten Spiel ist, ist es beachtlich, dass ihre Winrate trotz der ganzen neuen Katar-Spieler so dermaßen steigen konnte. Halten wir beim Item der Woche und das ist Dawncore. Dawncores Winrate ist um fast 1,5% in nur einem einzigen Patch gestiegen. Ja, und dafür gibt es nur eine logische Erklärung und das ist Senna. Senna ist wirklich so dermaßen delusional broken, dass sie die Item-Winrate einfach mal absurd gepusht hat. Dass Dawncores Winrate schon immer brutal gut war, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wenn man als Supporter an dem Punkt ist, an dem man sich 4 oder gar 5 Items leisten kann, dann läuft das Spiel für eine statistisch betrachtet wahrscheinlich nicht besonders schlecht. Dass die Item-Winrate nur aufgrund von Senna aber so dermaßen steigt, ist einfach absurd. Und auch die Item-Pickrate hat sich einfach mal mehr als verdreifacht. Beim Fail der Woche sind Disconnect-Hacks zurück, zumindest so oder so ähnlich. Zahlreiche große Streamer hatten in den letzten Tagen Spiele, in denen plötzlich gleich mehrere Gegner aus dem Gegnerteam gekickt wurden und die danach auch nicht mehr zurück ins Spiel kommen konnten. Nach meinen Informationen wurden diese Disconnects wieder durch irgendwelche bescheuerten Chatnachrichten ausgelöst, die dann irgendwie wieder in den ganzen Client bringen. Das Gute, nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass das Ganze am Freitagmorgen behoben wurde. Dass in Riot-Systemen derartige Anomalien wie zum Beispiel bei diesem Spieler hier nicht irgendwie autoflaggt werden, das verstehe ich nicht so ganz. Denn seien wir mal ehrlich, es sollte doch eigentlich auffallen, dass wenn ein Spieler immer gegen Teams spielt, bei denen immer 2 bis 4 Spieler AFK sind, der irgendwas nicht ganz mit rechten Dingen zugehen kann, solchen Leuten wünsche ich dann einfach wirklich den Hardware-ID-Permaban. Beim Trick der Woche habe ich einmal die Diana Q-Extension für euch mitgebracht. Angeblich wurde diese Mechanik aus dem Spiel entfernt, ich habe es aber selbst nochmal ausprobiert und sie ist definitiv noch im Spiel. Ihr müsst, während ihr euren Cursor auf dem Gegner habt, Q drücken und in der Animation dann diagonal flashen. Manchmal ist der Trick tatsächlich nützlich, um Gegner so ein kleines bisschen zu überraschen. Cool sieht aber dennoch auf jeden Fall aus. Was macht eigentlich Riot? Riots neuer Developer-Update ist draußen und ich fasse das Ganze einmal kurz und knackig für euch zusammen. Seit Patch 14.15 gibt es nun deutlich stärkere Strafen dafür, wenn ihr die Q nicht akzeptiert. Bereits bei 2 Declines anstatt 4 bekommt ihr direkt eine 5-Minuten-Penalty. Das Ganze soll Stream-Sniping deutlich reduzieren. Ab September könnt ihr endlich wieder Gegner honoren und auch mehrere Teammates honoren. In den nächsten Monaten arbeitet Riot außerdem daran, Inter und Griefer deutlich zuverlässiger zu bestrafen. Das wird allerdings noch ein kleines bisschen dauern. Durch Vanguard gab es nun zum ersten Mal seit 4 Jahren in weniger als 1% aller Ranked-Spieler einen Skripter. Laut Riot-Informationen enthält damit etwa jedes 200. Ranked-Spiel einen Skripter. Dazu ist auch noch die Patch-Preview für Patch 14.17 da und ich kann nur sagen, Riot, was zur Hölle macht ihr wieder? 7 Champion-Buffs und 13 Champion-Nerfs hat Riot diesmal mitgebracht. Dazu werden bei den Runen Absorb Life, Cutdown und Fleet Footwork genervt. Bei den Items nerft man Warmogs jetzt mal so wirklich und nicht mehr nur so homöopathisch und auch Celestial Opposition bekommt einen Nerf.
Podcast. Alle offiziellen Änderungen von Riot gibt es wie immer nächsten Dienstag um 20.30 Uhr hier auf diesem Kanal im Rift Report. Das war's damit auch schon für den Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Neutrends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.